So, hallo und herzlich willkommen zurück zu Part 27. Mal gucken, was hier alles so abgeht. In dem Nest. Wir müssen schauen. Hier ist alles cool, ne? Dann gehen wir mal gleich weiter. War das hier? Sehen an. Ich bin mal gespannt, was wir hier so erwarten werden. Wahrscheinlich ist das so wie dem, in den letzten Parts, wo wir in dem... Oh, sehen an. Was war das? Wie hießen die nochmal? Nicht Scrap, sondern... wie hießen die Teile nochmal? Ach, ist auch egal, wie die Viecher heißen. Diese komischen Spinnenviecher. Dass wir da auch wieder irgendwie auf 7-8 Türen treffen, die dann alle aktivieren müssen, bevor wir hier weiterkommen. Und da bin ich mir echt gespannt, ob das so schwer wird wie beim letzten Mal. Also da fand ich es recht knifflig. So, was haben wir denn hier? Mitarbeiter 179 sind schon, okay. So, ich hoffe mal, hier ist alles cool. Ja, hier ist nicht alles cool, das ist schon mal klar. Auf jeden Fall ist es cool, dass man hier schon direkt so eine Secret Area findet. Ich bin ja echt gespannt, ob wir hier wirklich alle finden. Ich bin ja da immer total angsterfüllt. Ich bin auch echt froh, wenn es dann wieder darum geht, wenn wir wieder in Zulag 1, beziehungsweise, ach Quatsch, war Zulag. Wenn wir dann, wenn wir in Rapture Farms wieder sind. Am besten bleiben wir dann bis zum Ende. Das wäre jetzt ziemlich geil, weil dann hat man immer die genaue Anzahl hier. Junge, bevor du jetzt weggehst, passt lieber mal auf, ne? So, ich laufe jetzt mal direkt los. Oh no, jetzt muss ich da diese Scheiße deaktivieren. Das gefällt mir aber überhaupt nicht. Hä, was mir gerade auffällt, warum kann ich denn hier nicht das Ding aktivieren einfach? Ich gehe nochmal kurz zurück. Also den einfach verzaubern, was soll das denn überhaupt? Geht das nicht? Zack, siehst du, ist er down. Was soll das denn? Warum soll ich denn jetzt großartig so einen Terror schieben? Mich da so durch... ärgern. Ah! Ich verstehe. Also ich muss den überleben lassen, dann muss ich nämlich die Bombe da deaktivieren und dann kann ich mit dem Scheißviech die Hunde gleich einfach abknallen. Ja gut, lol. Das muss natürlich auch erstmal einer verstehen, ne? Ich bin nicht da. Nein. Ich bin ein friedliebender Udukon, den du nicht bemerkst, obwohl ich direkt neben dir stehe, du Vollidiot. Ich folge dir einfach mal unauffällig quietschend. So, dann machen wir hier auch mal gleich einen Speicherstand, ne? Dann wäre jetzt ja nicht die beste... Oh Gott, Minen. Ey, Minen sind überhaupt gar nicht mein Ding. Was ich schon mal machen kann, ist hier... So. Ich speichere nochmal ganz kurz. Ich gehe nochmal zurück. Ich hoffe, das reicht. Ja, es reicht nicht. Alter, ohne Witz. Das ist ultra nervig. Nein, ich hab's doch geschafft. Ich hab's doch geschafft. Das war so gut. Ich hätte noch ein bisschen weiter gemusst. Ja, aber ich denke mal, das ist jetzt kein Ding der Unmöglichkeit. Alter. Da sagt man es gerade und dann ist man hier schon wieder am explodieren. Junge. Okay. Ich warte immer diesen kurzen ab. Das ist ja eigentlich richtig. Aber anscheinend nicht ganz. Meine Güte, gerade ging es easier. Ohne Witz. So, jetzt aber nochmal vernünftig, ja? Es muss ein bisschen fixer gehen. Also, ne? Dann habe ich da auch ein bisschen mehr Zeit, um zurückzurobben.
Lol, das war ja sauschlecht. So. Speichern. Aufstehen. Mit denen gleich mitkommen. So. Ja, ja, ist ja gut. Jetzt können wir dich nehmen und diese ganzen Viecher wegshooten. What's up? So schießen, ne? Da kommen noch mehr raus. Ihr scheiß Hunde! Ihr habt keine Chance gegen mein Maschinengewehr. Das weißt du ja immer noch nicht. Ja, ja, man darf dich immer sofort alles wegshooten. Das ist schon mal jetzt klar, ne? So, die roten Lampen leuchten nicht mehr. Dann kannst du dich ja ein wenig in die Luft sprengen. So. Dann speichern wir ja mal ganz kurz und dann rennen wir mal hier runter. Vielleicht können wir jetzt auch mal ganz kurz zeigen hier. Okay. Laden. Das ist schon mal klar. Die schießen die Viecher weg, alles klar. Dann gehe ich einfach hier und spreng den jetzt so weg. Dann ist ja anscheinend alles cool. So, du gehst jetzt einmal hin und sprengst dich hier in die Luft. Gebunz! Thank you! So, dann kann ich euch jetzt nach Hause schicken. Und dann haben wir das. Was steht hier? Geheime Kammer? Lol, das geht fast nicht drauf. Ach, lol. Ach so, hier muss ich rein, raus wieder. Machen wir, danke. Ja, cool, dann haben wir ja schon mal wieder 4 weitere Ausbrecher. Das ist ja echt erleichternd. Dann schauen wir mal, was uns hier noch erwartet. Naja, man muss echt immer aufpassen, ne? Jede einzelne Ecke könnte jeweils sein, wobei hier dann doch schon wieder recht auffällig ist, ne? So. Speichern wir mal. So, hier warten wir, bis der sich wieder dreht. Hey, alles cool, Leute. Alles cool. Speichern. Jo, ist klar. Wieder so eine Mine. Ey, ich hasse Minen. Okay, dann warten wir, bis der Typ sich wieder dreht. Und dann lol. Ja, ich hab's schon während des Drückens gemerkt, dass es nichts wird. Wenn ich ehrlich bin. Achso, das ist nur so ein einfacher. Okay. Trotzdem schwer genug. Ach Gott, jetzt ruft mich jemand an. Einen Augenblick mal kurz. So. Da sind wir wieder. Immer diese Leute, die einem Skype anrufen. Man darf sich aber auch nicht auf online stellen, wenn man aufnimmt. Das ist natürlich dann schon eine sehr schlaue Idee, ne? Oh ja, das hat nichts gebracht. Starte ich ja mal wieder mit so einem perfekten Run. So. So. Speichern und dann können wir jetzt wahrscheinlich auch rennen oder so. Nicht schlimm, nicht schlimm. Das versuchen wir nochmal. Ah! Ist sehr gut, Leute. Ja, ich kann auch einfach reinspringen. Einfach schon in die vorher in die Mine rein. Gönn dir. Ah, ich will rein. Ah, danke. Ah, ja, das haben wir ja easy gemacht. So, dann läuft das ja schon. Warte, ich schau nochmal hier. Hier ist alles cool. Was ist hier? Scraps sind ausgesprochen territorial. Was soll das heißen? Gegeneinander zu kämpfen, das Einzige, das sie noch lieber tun, als die trägen Mudokons anzuknabbern. Okay, wenn du einen siehst, dann nimm die Beine in die Hand. Wenn du 2 siehst, dann mach es dir gemütlich und genieße die Show. Okay, das heißt, dass sie sich wohl gegeneinander ein bisschen kaputt schlagen. Läuft, läuft, läuft. Okay, dann, ja, genau, siehst du, das hatte ich ja gerade angesprochen am Anfang der Folge. Dass uns hier wahrscheinlich wieder Türen erwarten. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8. Ja, easy, machen wir. Dann laufen wir mal rein. Mal gucken, wie viele wir schaffen noch in dieser Folge. Noch 5 Minuten Zeit. Oh, 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 oh. Das Dumme ist, es kommt gleich Fußball. Und das würde ich echt gerne, also ungern verpassen. Warte, ich habe mal kurz eine Nachricht. Lass mich mal anschauen, was da steht.
Oh Gott. Ach so, lame. Es geht, es ist gerade lustig zu erfahren, es geht gerade um Remastered. Also es, wir haben eine Remastered-Gruppe. Und da geht es halt darum, wann wir uns das nächste Mal treffen. Und von daher passt das gerade ganz gut. LOL. Ich habe den ohnehin nicht getötet. Ey, Alter, ey, ohne Witz. Ich muss anscheinend dann noch ein bisschen warten, ne? Also jetzt noch nicht. Ha, lol. Also sie müssen eine andere Frequenz hier kriegen. Einen anderen Rhythmus. Wenn er sich da gerade auf dem Weg befindet, so. Junge. Also der eine Slick da hinten darf mich auf jeden Fall nicht sehen. Hm. Timing, Leute. Das ist Timing. So, bitte dreh dich doch mal einmal nochmal um. Ey, das ist doch scheiße so. Jetzt habe ich vielleicht gleich die Chance. Thank you. Speichern. Das heißt, ich könnte jetzt versuchen, hier weiterzugehen, ne? Moment, da müsst ihr jetzt erstmal warten, bis der wieder zurückläuft. Oder ich kann auch eben kurz den so ein bisschen rennen lassen, dann haben die sowieso gerade Stress ohne Ende. Wobei, jetzt hat es doch nicht gereicht. Ja, ja, Moment. Jetzt dürfte es reichen, genau. Speichern noch einmal ganz kurz und rein. Funktioniert nicht, alles klar, dann runter. So, jetzt seht ihr mich nicht mehr. Speichern. Jetzt müssen wir warten, bis der hinten wieder im Stissel ist. So, und dann gehen wir jetzt hier rein. Ja, dich nehmen wir. Und da... Oh Gott! Huh! Alter! Scheiße, ey, das sind ja wieder diese Hunde. Da hätte ich ja fast verkackt. Ne, ich weiß nicht, ob da wären wahrscheinlich so viele Viecher da gewesen. Ich bin mir nicht ganz sicher, aber... Besser, ich kann die noch erschießen, weil wenn sie mich dann die ganze Zeit nur nerven, ist ja auch kompletter Quatsch. So. Das hätten wir geschafft, alles klar. Hier müssen wir nicht mehr draufdrücken, ne. Hier aktivieren wir die Glocken. Und dann geht's los. Würde ich sagen. Gibt's hier noch irgendwas? Runtergehen bringt nichts. Hier hinter dem Stein kann ja immer was sein, ne? Oh! Kommt her, ihr lieben Tauben, Vögel, was auch immer ihr sein sollt. Ich brauche Energie. Boah, Alter. Hm, 13 Minuten 38. Ich könnte ein bisschen überziehen, weil ich ja gerade noch hier nebenbei einen Anruf entgegennehmen musste und eine Nachricht lesen musste. Also denke ich mal, kann ich eine Minute draufpacken. Aber ich weiß nicht, ob das ausreicht für eine weitere Tür. Man muss natürlich gucken, was uns da erwartet, ne? Es kann natürlich sein, dass es ultra easy ist, ne? So, ne? Und dann siehst du, fertig. Weiß man ja nie. Also was ich weiß, ist, was ich weiß, wollte ich sagen, ist erstmal speichern hier. Hier nehmen wir uns einen Stein, das ist schon mal klar. Was geht hier? Nein, bleibt hier! Hier ist... Da hinten unten ist der Schalter. Ich hole mir eben ganz kurz die Vögel. Ich brauche nämlich Energie. Hier kann ich natürlich noch nichts wissen. Halt's Maul. Hier geht's raus, alles klar. So. Dann muss ich hier meine Nummer speichern. Genau zum richtigen Zeitpunkt gespeichert. Ich wollte eigentlich noch nicht runter. So. Das wollte ich eigentlich machen, aber es ist mir dann doch nicht so wirklich gelungen, wie ich mir das da vorgestellt habe. Aber klappt ja nicht immer alles, ne? Warte, hier haben wir schon mal die Geschichte. Zack. LOL! Das läuft schon mal. So, jetzt kann ich hier auch schon mal draufdrücken. Dann kann ich die Glockengeschichte da gleich vernünftig beschwören. So. Das ist der Kollege. So, das hat ja auch geklappt. Also bis jetzt ist der Raum noch echt mega easy. Der eine war zwar auch nicht schwer, aber...
Im Grunde genommen, war das ja jetzt hier noch einfacher. Ja, beim anderen war das Problem, glaube ich, was war das denn? Achso, da erstmal da durchzukommen, weil der halt immer shooten, ne? Und da das richtige Timing dann zu finden, das ist immer die Sache. So, das schien aber echt, das war ja enttäuscht, will ich nicht sagen. Manchmal muss man auch ein bisschen Einfaches haben. Dann kann man sagen, ja, okay, ist jetzt nicht immer so die crazy Geschichte. Aber, ne? Ja gut, dann haben wir wenigstens noch eine Tür geschafft. Ja, 15 Minuten sind jetzt um. Ich denke mal, das dürfte reichen. Ich hoffe, ihr hattet Spaß. Ich hatte auf jeden Fall Spaß. Ging ja ganz gut jetzt. Mal gucken, ob wir noch die Tür 3 machen. Ich schaue mal ganz kurz auf die Uhr. Ja, eine Folge ist da vielleicht drin. Okay, dann sehen wir uns gleich wieder. Für euch ist es leider erst morgen, aber für mich ist es in 10 Sekunden. Bis dann, tschüss!